warum Seelenpartner sich manchmal erst spät im Leben finden. Geduld und Liebe überwinden alles. Dieses Zitat von Theodor Storm meint es gut mit uns. Es stellt zum einen die Geduld auf eine Stufe mit der Liebe, zum anderen nährt es natürlich die Hoffnung, ohne die alle beide zum Scheitern verurteilt wären. Die meisten Menschen verbringen ihr halbes Leben damit, nach der einzig wahren Liebe zu suchen. Wer daran glauben kann, dass es sie in Gestalt unseres Seelenmenschen auch tatsächlich gibt, ist dabei eindeutig im Vorteil und hat schon so gut wie gewonnen. Die Gewissheit, dass es passieren wird, bietet ausreichend Proviant, um die Langstrecke durchzustehen, die das Schicksal uns in diesem Punkt gerne abverlangt. Doch warum ist das so? Warum lassen sich unsere Seelenpartner in den meisten Fällen so überdurchschnittlich viel Zeit, um endlich auf der Bildfläche zu erscheinen? Wir haben hier in unserem heutigen Podcast für dich einige hoffentlich hilfreiche Überlegungen zusammengefasst. Nummer 1. Jede Seele muss erst für sich wachsen. Bevor man mit einem Seelenpartner zusammenwachsen, aber auch zusammenwachsen darf, muss man erst selbst und ganz für sich allein die 100%-Marke knacken. Wir Menschen kommen als perfekt unperfekte Schöpfungen auf diese Erde. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens damit, nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum irgendwie voranzukommen. Wer aus seinen Fehlern lernen kann, ist dabei schon deutlich im Vorteil. Wir müssen menschlich wachsen, aber auch einen Beruf finden, der uns zur Berufung gereicht und uns ein angenehmes Leben ermöglicht. Nur ein solches können wir irgendwann jemand anderem als gemeinsame Basis zumuten. Aber auch spirituell steht einiges auf unserer imaginären Agenda, das es zu entdecken und zu absolvieren gilt. Wer dem Modus des ständig Suchenden niemals entkommen kann, ist und bleibt eine Zumutung für seinen Seelenpartner und kein attraktiver Lebensmensch. Du siehst schon, es gibt einiges zu tun, bis wir jener unwiderstehlich gereifte und charakterstarke Mensch geworden sind, den wir unserem Seelenmenschen gerne präsentieren würden. Stell dir einfach vor, wie du bei deiner besseren kosmischen Hälfte eines Tages ankommen möchtest. Und nun überleg dir, wie weit entfernt du davon noch bist und welche Schritte dich diesem wundervollen Ziel effektiv näher bringen könnten. Nummer 2. Diese Beziehung ist keine gewöhnliche. Die Bezeichnungen Partnerschaft, Lebensgemeinschaft und Beziehungen beschreiben zusammen nicht einmal annähernd, was die Bindung in unseren Lebensmenschen letztendlich ausmacht. All die vielen Frösche, die wir bis dahin wohl oder übel küssen mussten, fallen hingegen schon eher in diese Kategorie. Lauwarme Kompromisse, Affären, Freundschaften mit Extras oder einmalige erotische Ausrutscher kosten uns zwar viel Energie, zurück bekommen wir allerdings außer einem schlechten Gewissen und einem schlechten Nachgeschmack nicht viel. Diese amorösen Entgleisungen sind zum Teil jedoch wenigstens pädagogisch wertvoll, wenn wir die richtigen Schlüsse aus ihnen ziehen. Wir wissen danach immerhin, was wir nicht oder nicht mehr wollen. Mit der echten, unverfälschten Liebe, die wir mit unseren Seelenverwandten erleben werden, sind diese Intermezzi aber überhaupt nicht vergleichbar. Es ist daher klar, dass wir uns von unseren gängigen Vorstellungen verabschieden und unseren Geist öffnen müssen für das bislang Unvorstellbare. Am Ende des Tunnels sämtlicher unerfüllter, unbefriedigender und unerfreulicher Beziehungen steht das Licht, das die Ankunft unseres Seelenmenschen ankündigt. Nummer 3. Euer Zusammentreffen dient einem höheren Zweck. Ein wichtiger Aspekt, den wir im Zusammenhang mit dem Phänomen der Seelenverwandtschaft gern außer Acht lassen, ist die Tatsache, dass diese himmlischen Verbindungen keine Privatangelegenheiten sind. Wir können jedes Wochenende in fremden Armen aufwachen, wenn uns der Sinn danach steht. Solange wir damit niemandem schaden, auch uns selbst nicht, werden weder Karma noch unser Schicksal Interesse daran zeigen. Anders bestellt ist es um die Liebe zu unserem Seelenverwandten. Diese Verbindung ist von kosmischer, ja sogar karmischer Art und Weise.
Sie wurde wahrscheinlich schon lange vor diesem einen Leben beschlossen und das von Mächten, deren Existenz wir nur demütig erahnen können. Das Aufeinandertreffen zweier Seelen, die damit ihre Bestimmung erfüllen, dient eindeutig einem höheren Zweck. Es ist eine Stufe auf dem Weg hin zur Erleuchtung. Unser Seelenmensch wird uns auf vielfache Weise die Augen öffnen und unseren Blick auf das Leben für immer verändern. Liebe ist Privatangelegenheit. Seelenliebe ist Chefsache und liegt damit weit außerhalb unserer Kompetenz. Ihr werdet gemeinsam einen nie dagewesenen Grad an Freude, Verbundenheit, Sicherheit und Vertrauen erleben, der im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt ist. Dieser Quantensprung will wohl vorbereitet und aus allen Blickwinkeln gut durchdacht sein. Erst dann gibt es grünes Licht von oben. Nummer 4. Klare Verhältnisse auf beiden Seiten sind gefragt. Stell dir die karmische Liebe zu deinem Lebensmenschen vor wie eine seltene, exotische Pflanze, die ideale Laborbedingungen braucht, um alle 10 Jahre einmal eine kostbare Blüte hervorzubringen. Ähnlich anspruchsvoll ist Seelenverwandtschaft, die sich aus höheren Sphären auf die Erde niederlässt. Die Voraussetzungen müssen perfekt sein, damit sie in den vergleichsweise rauen und unwirtlichen Gefilden dieser Welt bestehen kann. Für dich bedeutet das, du musst die bestmögliche Version von dir selbst geworden sein, um dich für diesen Ritterschlag zu qualifizieren. Dein Leben muss geordnet verlaufen, ohne störende Nebengeräusche. Du musst als Mensch geistig und emotional so gereift und bereit sein, wie es nur geht. Am wichtigsten auf dieser Reise, du musst wissen, was du willst. Dies betrifft deinen Lebensmenschen ebenso wie sämtliche andere Aspekte deines Lebens. Wer willst du als Mensch sein? Wie möchtest du eines Tages in Erinnerung bleiben? Was ist deine Bestimmung für dieses Leben? Nummer 5. Unsicherheiten, Altlasten und Narben müssen Geschichte sein. Die Vergangenheit muss vergangen sein, damit du bereit für deinen Seelenpartner bist. Alte Beziehungen müssen zu einem ordentlichen Abschluss kommen, alte Konflikte bereinigt werden. Es hilft nichts, wenn du die Rettung von deinem Lebensmenschen erhoffst. Er will geliebt und begehrt werden, nicht gebraucht. Mit Druck und Erwartungshaltung in ihr oder ihm deinen Erlöser zu finden, wirst du das Treffen nur unnötig auf unbestimmte Zeit in die ferne Zukunft verschieben. Dein Selbstbewusstsein sollte dem eines erwachsenen Menschen entsprechen. Wenn der unsichere, verängstigte Teenager in dir immer noch nicht den Weg nach Hause gefunden hat, solltest du schleunigst daran arbeiten. Aber auch ein gebrochenes Herz ist ausgesprochen hinderlich auf dem Weg in Richtung Seelenliebe. Ein Quickfix gibt es dafür bekanntlich nicht. Hol dir notfalls Hilfe mit ins Boot, bevor dessen Schlagseite dich wirklich noch daran hindern kann, volle Fahrt in Richtung Zukunft aufzunehmen. Das Warten auf unseren Seelenpartner ist wahrscheinlich die härteste Geduldsprobe, die das Schicksal und das Universum uns abverlangen. Du darfst diese Wartezeit aber nicht als Bestrafung oder schrägen kosmischen Scherz betrachten, der dich testen oder einer anderen kindischen Prüfung unterziehen soll. Nichts, das die höheren Mächte für uns vorgesehen haben, ist zweckfrei oder sinnentleert. Nutze die Zeit, die dir bis zur Ankunft deines Seelenverwandten noch bleibt, weise und klug. Denke immer daran, dass nur Gutes mehr Gutes anziehen kann. Deine Gedanken, Gefühle, Worte und Taten können somit jeden Tag ein klein wenig dazu beitragen, dass der Kreis sich bald schließen wird. Dein Seelenverwandter ist bereit, in dein Leben zu treten, wenn du es bist. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.